Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich werde euch heute wieder zeigen, was es so Neues gibt in Wayfarer. Bevor ich aber loslege, gerade noch einen kleinen Moment zum Thema, warum kommt jetzt ein Wayfarer-Video? Weil ich morgen ein anderes Pokémon Go Video geplant habe und deswegen wird es heute vorgezogen. Normalerweise mache ich Wayfarer immer mittwochs. Das passt eigentlich mir ganz gut, aber wenn halt in Pokémon Go was viel Interessanteres passiert an einem Mittwoch, dann zeige ich euch das natürlich dann entsprechend. Dementsprechend müssen wir das jetzt halt vorziehen. So, mein Upgrade ist aktuell bei 22%. In der letzten Folge hatte ich 63%. Das ist ein Zuwachs von 59%. Ich habe halt mega Gas gegeben. Ich habe insgesamt 128 Bewertungen seit der letzten Folge gemacht, weil ich unbedingt das Upgrade haben wollte und weil ich noch weitere Upgrades machen will. Deswegen schon wieder so viel. Auf jeden Fall recht schön. Hier könnt ihr nochmal die Statistik sehen, damit ihr auch seht, wie viele es jetzt sind. Aktuell 7886. Gehen wir mal in die Vorschläge, da hat sich was getan. Ich habe ja ein Upgrade bekommen, das heißt, ein Wayspot wurde wieder bewertet. Und es ging tatsächlich wieder schnell. Sehr schnell. Ein paar Stunden hat es gedauert und dann war das schon wieder gegessen. Das ist echt Wahnsinn. Das Ding ist durch, Leute. Also ich hatte euch erklärt gehabt, dass wenn ein Wayspot angenommen wird, aber in kein einziges Spiel auftaucht, dass ihr dann einen anderen Wayspot verschieben müsst. Nein, das stimmt nicht. Man kann tatsächlich den Wayspot erneut einreichen und wenn dieser dann wieder angenommen wird und ihr das diesmal richtig verschoben habt, also an einen Standort eingereicht habt, wo es dann auch passt, also weil kein anderer zu nah ist, das Problem ist 20 Meter und so, und ja, dann geht das durch und ich habe jetzt einen neuen Wayspot, also ich habe jetzt einen neuen Pokestop tatsächlich an der Stelle. Wir haben jetzt aktuell sind an dieser Stelle zwei Pokestops und eine Arena. Sieht richtig, richtig krass aus im Pokémon Go. Also noch ein Stückchen näher beieinander und sie würden sich berühren. Es geht gerade so noch. Ich würde zwar gerne jetzt noch ein Bild zeigen, habe es jetzt aber nicht vorbereitet. Aber ich bin super begeistert, dass das jetzt geklappt hat, weil Das ist schon eine sehr gute Spielecke hier. Hier hinten ist irgendwo eine Bank. Und man muss sich mal überlegen, also hier waren wir waren ja sowieso mal zwei Arenen. Wer weiß, vielleicht kommt ja hier noch mal eine Arena dazu. Ich weiß jetzt nicht, wann das synchronisiert wird oder so. Aber auf jeden Fall, ich finde es toll. Also es gibt hier in dem Haus wohnen mehrere Pokémon-Go-Spieler. Und die freuen sich, wenn sie Pokestops statt Arenen haben, weil man halt dann auch Lokmodule mal benutzen kann. Also einer kann Lokmodule setzen und alle haben was davon. Das ist halt eine schöne Sache. Und ja, das ist toll, dass das geklappt hat. Das nächste Upgrade ist natürlich dann nochmal Radstübli. Ich habe es nochmal eingereicht. Am Sonntag müsste das gewesen sein. Richtig schön mit blauem Himmel. Also hier kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie unscharf oder weiß ich was mit dem Foto sein soll. Also dieser Ablehnungsgrund kann diesmal einfach nicht zählen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass es etwas klarer ist. Ich habe jetzt extra hier nochmal gesagt, dass hier ist eine Kegelbahn. Und ich hoffe, dass das irgendwie einigermaßen klar ist, dass jetzt nicht nochmal irgendwie Privatgelände abgestempelt wird. Also Gästehaus sollte eigentlich klar sein, dass da hinten ein Hotel ist oder... Naja, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht sollte ich vielleicht noch was am Text ändern oder so. Also ich sag mal, Radstüble Altenheim, das passt eigentlich. Restaurant seit 1948... Ich denke mal, das reicht als Beschreibung und ja, das ist ein sehr beliebtes deutsches Restaurant. Hier muss man Monate vorher reservieren. Das soll halt klar machen, hey Leute, das Ding ist wirklich sehr beliebt. Also bitte, wie beliebt muss ein Restaurant sein, damit es endlich als Wayspot durchgeht? Und extra nochmal erklärt, dass das hier halt die Kegelbahn ist und ja, vielleicht hätte man noch sagen können, hinten ist dann das Gästehaus für Übernachtungen oder was weiß ich. Naja,
Vielleicht wird es ja deswegen abgelehnt, weil es halt kein eigenständiges Restaurant ist, sondern gleichzeitig noch ein Hotel ist. Wer weiß. Okay, aber jetzt legen wir mal los mit der Bewertung. Sonst wird das ein bisschen eng hier. Ah. Musste jetzt sowas unbedingt kommen? Ja, da ich kein Französisch spreche und nicht weiß, was da alles draufsteht, lasse ich das mal und überspringe das. Schauen wir mal das nächste an. Wieder Französisch. Es geht um Restaurant, Bar und noch irgendwas. Okay. Ja, mal gucken, was Google Maps dazu sagt. Umgebungsfoto ist jetzt leider nicht so gut geworden. Vielleicht wäre es noch interessant zu wissen, was derjenige hier vielleicht in den Text reingeschrieben hat. Schauen wir uns das vielleicht mal kurz an. Vielleicht steht da ja wirklich etwas drin, wo man sagen müsste, okay, das kann man auf jeden Fall annehmen. Einrichtung, okay. Fast jedes Wochenende werden dort Partys organisiert. Ausgenommen Covid. Und eine große Anzahl von Dorfbewohnern, aber auch Menschen aus anderen Dörfern versammeln sich dort. Dieser Ort ist ein einzigartiges Geschäft im unteren Teil des Dorfes und aufgrund seiner vielen Aktivitäten einzigartig. Okay. Es ist ein unsichtbarer Ort. Unsichtbarer Ort, ja. Im Dorf. Blablabla, bla bla, genau. Alle Altersgruppen, okay. Kann man das auf Google denn auch finden? Hier, mal gucken. Ja, schade. Also von den Rezensionen auf Google würde ich sagen, gibt es da gar nichts, ne? Also 2,0, 7 Rezensionen. Also das klingt nicht so danach. Klar, die Leute, die jetzt da in dem Dorf wohnen, werden wahrscheinlich kaum Google Maps benutzen, um das zu bewerten. Das machen meistens nur Außenstehende. Das ist natürlich ziemlich blöd, ne, für den Ort jetzt. Jetzt ist es aber auch nicht so, als hätte der Ort jetzt hier keine Waysports, ne. Also man muss jetzt hier auch nicht blind einfach sagen, wir müssen das jetzt hier unbedingt annehmen. Der arme Ort hat ja nichts. Das ist auch nicht wahr. Wenn ich mir das hier so ansehe, die haben hier schon eine gute Grundlage, sage ich jetzt mal. Kann natürlich sein, dass das jetzt hier hinten, da sieht man ja, da ist ja fast nichts, ne? Das und hier in der Dorf, wenn ich betitel das jetzt hier mal als Dorfmitte, weil hier die meisten Häuser stehen, da ist ja fast gar nichts an Baseballs. Das ist irgendwie doof, muss ich dazu sagen. Es wäre natürlich etwas einfacher, wenn das wirklich eine Veranstaltungshalle wäre. Aber es ist ein Restaurant. Das ist keine Veranstaltungshalle an sich. Sonst hätte ich sie ja angenommen. Ich gebe dem ganzen Ding jetzt einfach 3 Sterne. Das soll den Franzosen selber bestimmen. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die Franzosen das ganz anders bewerten. Weil die haben eine ganz andere Kultur, was Thema Essen angeht. Wirklich, das kann man so. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Nehmen wir noch Restaurant und vielleicht mal gucken, gibt es hier bayerisch, das. Pff, ja, keine Ahnung. Dann Restaurant Sonstige oder sowas. Oh, Mann. Ja, so. Oder ist jetzt hier drinnen noch mehr? Ich glaube, hier kommt sogar noch mehr. Achso, Kaffee, ja. Französisches Restaurant. So. Einfach nur, weil es eh in Frankreich ist. Einfach französisches Restaurant. Jetzt geht es hier wieder um die Fotos. Also. Die Fotos wurden nicht bearbeitet. Die beiden Fotos sehen in Ordnung aus. Ich würde sagen, ja, sie entsprechen den Kriterien weiter. Wieder Frankreich. Sag mal, kriege ich jetzt mal was anderes? Wieder ein Schild, auf dem steht heute was Französisches. Ich denke mal, das ist der Baumname oder so. An für sich ist das ja in Ordnung, aber das Umgebungsfoto ist schon wieder. Ich drehe mich um und zeige die Wiese. Ich weiß nicht, was. Also ja, okay. Ja, da ist jede Menge Platz, ne? Wiese und so.
Das kann man aber auch anders fotografieren. Und dann soll ich dann bestimmen, ob es genau dort ist? Nee. Geht nicht. Nee. Also ich sagte, ich kann so den Ort nicht bestimmen. Absenden. Okay, nächstes. So, hier soll wieder der Standort verschoben werden. Ich sehe hier an der Stelle ganz, ganz viele Punkte und deswegen nehme ich den. Sage ich auch immer, also zur Not einfach mehrmals einreichen, aber ich würde es nicht übertreiben. 2 Punkte reichen völlig. Das ist ein stinknormales Verkehrsschild, das lehnen wir ab. Sagen hier sonstige Kriterien, Verkehrsschild. Verkehrsschild. Kriege ich jetzt bitte mal was Deutsches? Was soll denn das jetzt? Na endlich! Wir haben hier ein Kreuz, eine Gedenkstätte, also ein Denkmal eventuell sogar. Oder sowas ähnliches. Gut erreichen, in der Nähe vom Spielplatz oder so. Ah toll, schreib auch noch Stops da rein. Oh Mann. Das wird mich wahrscheinlich wieder was kosten. Mal gucken. Nur leider kann man das ja nicht nachprüfen, ob es einen wirklich was kostet oder ob das hier genügend Leute sind, die das ignorieren, dass da Stops drin steht. Scheint auf dem Friedhof zu sein. Das Blöde ist, ich kann die Stelle vom Friedhof eigentlich nicht wirklich bestimmen. Also direkt neben dem Friedhof ist ein Spielplatz. Ja, okay. Also zumindest mal der Basketballkorb hier oder Basketballfeld, das könnte man ja einreichen, statt das Kreuz hier, ne? Aber naja, gut. Die Kapelle scheint auch schon drin zu sein. Also ich kann es aber nicht richtig erkennen, ob es genau da diese Stelle ist. Also da gebe ich auf jeden Fall mal 3 Sterne für. So, kann ich hier irgendwas drauf erkennen? Nicht wirklich. Also ich kann da nichts erkennen, was ich da erkennen soll. Und ich denke mal, das heißt jetzt nicht automatisch, dass die wirklich wenig Wayspots haben, sondern einfach nur für diesen Ausschnitt, den Niantic hier ausgewählt hat, sind es halt wenig Wayspots. Aber leider ist das ja grundsätzlich ja kein Grund, ne? Grundsätzlich gibt es keine Kriterien, nimmt alles Mögliche an, wenn der Ort keine Wayspots hat. Das gibt es einfach nicht, leider. Also historisch-kulturell ist das Kreuz auf jeden Fall, optisch einzigartig auch und sicherer Zugang. Na gut, sicherer Zugang mache ich mal 3 Sterne wegen Friedhof. Ich würde mir das gerade noch mal kurz hier in Nahen angucken, es steht halt einfach nichts drauf. Steht halt leider einfach nichts drauf. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass es schon ein bisschen älter ist. Hätte gerne ein bisschen mehr Informationen dazu. Naja, ich lasse das mal so. Leider gibt es auf dem Friedhof ja viele Kreuze. Das wäre ja ein bisschen zu einfach, das so einzureichen. Aber man könnte natürlich jetzt hier einfach sagen, nö, der Spielort ist nicht geeignet. Es gibt bestimmt viele Leute, die sogar sagen, nö, ist auf dem Friedhof. Der Spielort ist einfach nicht geeignet. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich mache das jetzt mal so. Schauen wir mal. Eins machen wir noch. Ach, nicht schon wieder was Französisches. Überspringen. So, Deutsch. Eine Tafel. Ja, gut. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Auch wenn jetzt hier oben das Wort echt ausgeblichen ist, aber ja, heißt ja nichts. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht nach einer schönen Infotafel aus, auf den Informationen drauf sind. Sehr leicht zu Fuß erreichbar. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Man könnte aber vielleicht noch weiter weggehen können, damit man noch mehr von dem Gebäude erkennen kann, damit man das dann später auf dem Satellitenbild besser abgleichen kann. So, also ist es auch noch nicht im Spiel, ne? Ich gucke da zwar immer drauf, aber ich sage es nicht immer. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Sicherer erreichbar. Klar ist eine Informationstafel jetzt nicht wirklich optisch begeisternd oder ziemlich krass. Aber dennoch
denke ich. Sollte man halt immer 5 Sterne geben, wenn der Wayspot sowieso in Ordnung ist. Ob jetzt der Standort genau an der Stelle richtig ist, kann ich natürlich jetzt nicht erkennen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die Stelle stimmt anhand der Gebäudeform. Ich hätte mir das zwar ein bisschen anders vorgestellt, als wenn ich mir das Bild hier so ansehe. Aber man könnte jetzt zum Beispiel, weißt du, kann man die Laternen, kann man glaube ich auch nicht sehen. Aber hier stehen zumindest mal 2 Bäume nebeneinander und die Gebäude hinten dran. Ich glaube, allein das sind schon Merkmale. Mit denen kann man hier schon viel anfangen. Das sind 2 gleiche Bäume. Das sieht man fast nicht. Das könnte auch einer sein, aber ich denke, das sind 2. Und dann halt, hier ist ein Gebäude und da ist ein Gebäude. Und die stehen so in einer L-Form. Ich finde, das hat man alles auf dem Foto erkennen können. Deswegen hier kann man hier auch 5 Sterne geben. Und das Ganze ist natürlich ein Hinweisschild. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon am Schluss. Fällt mir schwer. Aber aktuell probieren wir das nochmal durch mit den kurzen Videos. Hier vielleicht nochmal kurz der Showcase. Hatte ich jetzt nicht in der Bewertung. Hatte ich auch nicht in der Bewertung. Aber ist ja klar, es ist eine Kirche. Und das hier. Doch. Das hatte ich, glaube ich, in der Bewertung. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe es aber abgelehnt, weil man den Standort nicht richtig erkennen konnte. Obwohl, nee, kann gar nicht sein. Ist ja schließlich eingetragen. Nee. Ist auf der Google Maps eingetragen, dann werde ich es bestimmt angenommen haben. Naja, gut, dann waren das alle. Wie sieht's aus mit der Statistik? Yay, 1% angewachsen, so schnell kann es gehen. Heißt nicht, dass jetzt in diesem Video irgendwas durchgegangen ist. Leider. Wäre schön, wenn man irgendwie mehr Informationen dazu bekommen würde, was man bewertet hat und was daraus geworden ist. Es wäre schön, wenn Niantic mal was Neues machen würde für Wayfarer, damit das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen attraktiver wird. Bewerten ist wichtig, Leute. Das ist echt, ich find's irgendwie krass, ne? Wenn man ein Upgrade hat, nach 2 Stunden ist das Ding durch, sobald in Deutschland eine normale Uhrzeit stattfindet. Also mitten in der Nacht hat sich nichts getan, die ganze Nacht hat sich nichts getan und sobald es dann irgendwie morgens wurde, zack, war das Ding durch. Naja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Informationen und meine weiteren Kanäle, wie zum Beispiel mein Discord und mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!